Das Salz der Erde, siebentes Kapitel. 4 Wochen nach dem Tod der alten Tante, die trotz ihres hohen Alters die weiblichen Arbeiten bei dem kleinen Haushalt nach Kräften versehen hatte, erklärte der Onkel eines Tages: Jetzt ist es aus. Du musst heiraten, es geht nicht länger. Ich habe Pflege nötig, das Haus hat eine Frau nötig. Eine Magd kannst du nicht anstellen, ohne dass es Gerede gibt. Sieh zu, dass wir eine Frau ins Haus bekommen, ehe es recht Winter gibt. Igor war bei diesen Worten rot geworden, aber er konnte nicht gleich antworten. Weißt du denn keine, die du gerne möchtest? Hob der Onkel wieder an. Früher, ehe du zum Glauben kamst, hattest du doch so eine Liebschaft wie die anderen Dorfburschen, die Avdotja. Igor schüttelte den Kopf und erwiderte ernst: Das waren törichte und sündliche Streiche. Selbst wenn ich nicht wüsste, dass die Avdotja sich mit anderen Burschen eingelassen hat, könnte ich doch jetzt sie ebenso wenig heiraten wie irgendeine andere aus unserem Dorf. Wir kämen das größte Elend, wenn wir eine Frau herbekämen, die nicht so glaubt wie wir. Aber ich weiß doch eine, die mir gefallen würde. Nur weiß ich nicht, ob sie mich nimmt. Jetzt fuhr der Onkel beleidigt auf. Das müsste dann eine Törin sein. Du bist einer der Wohlhabendsten in unserem Dorf. Du bist ein stattlicher Mann. Wer sollte dich nicht nehmen? Wo ist sie denn? Es ist die Tochter des alten Müllers, bei dem ich ja schon wiederholt war, gab Igor zurück. Aber ich habe nie mit ihr ein Wort über solche Dinge geredet und weiß nicht, ob's der Vater nicht doch für Hochmut oder Anmaßung von mir hält, wenn ich seine Tochter begehre, denn er ist viel gebildeter als wir. Und es müsste, wenn ich die heirate, bei uns manches anders werden. Das ist einerlei, entschied der Onkel. Morgen am Tage fahren wir beide hin und machen die Sache in Ordnung. Aber Onkel, hast du auch überlegt, wie wird es mit der Trauung? Vom Popen hier kann ich mich nicht trauen lassen. Es wäre Betrug, wenn ich all die Zeremonien der kirchlichen Trauung mitmachen wollte, obwohl ich doch nichts von all diesem Zeug halte. Wer weiß auch, ob Lisa oder ihr Vater das erlauben würde, selbst wenn ich es wollte. Die leben schon in einer ganz anderen Luft. Ich glaube, sie werden nichts von solch einer Trauung wissen wollen. Der Alte machte ein verblüfftes Gesicht und fragte leise: Ja, wie meinst du denn ganz ohne Trauung? Igor nickte. Schrecklich, seufzte der Alte. So etwas war doch in meiner Jugend unerhört. Und wenn ihr Kinder bekommt, erkennt der Staat sie nicht an. Sie können nicht einmal als eure rechtmäßigen Erben eingeschrieben werden. Mein Land und alles, was du erwirbst, das geht dann nach deinem Tode in fremde Hände über. Ich weiß, nickte Igor. Ich weiß, dass alles so steht, und darum ist's eben besser, wenn wir uns mit Lisas Vater über die Sache aussprechen. Der wird uns schon die richtige Antwort geben. Denn ich glaube nicht, dass der Herr Jesus uns auch in solchen Dingen im Stich lassen wird. Am anderen Abend, als es anfing zu dunkeln, lenkte Igor seine Pferde auf den Hof bei der Wassermühle. Das war ein herzlicher Empfang, der ihm zuteil wurde, und auch sein Onkel wurde als Gesinnungsgenosse auf das Freundlichste begrüßt. Wie tat das doch so wohl, sich hier unter seinesgleichen so aussprechen zu können und dabei von dem reiferen Urteil und dem Glaubenslicht des alten Müllers sich erbauen und erquicken zu lassen. Aber heute fühlte sich Igor doch nicht so wie sonst hier, und dem scharfen Blick des Alten entging seine Befangenheit nicht. Als die Seine nach dem Abendbrot und dem Abendsegen sich zurückgezogen hatte, fragte er Igor auf den Kopf, was heute zwischen ihnen läge, dass er ihn nicht so frei und offen anschauen könne wie sonst. Da brachte Igor zögernd seine Werbung vor. Und wie glücklich war er, als ihn der Alte statt aller Antwort umarmte und küsste und laut ausrief: Eine größere Freude konnte mir der Herr kaum schenken, als dass mein Kind einen solchen wahren Jünger Jesu zum Mann bekommen soll. Denn dass sie das will, das wusste ich schon seit deinem ersten Besuch. Ich glaube, meine Alte ist sogar imstand gewesen, darum zu beten, dass der liebe Gott euch zusammenführen soll. Ich freilich tue dergleichen nicht, aber wer will was sagen gegen die Weiber? Dann brauchen wir die aber auch nicht, sie schlafen zu gehen. Hey, holla, Mutter, Lisa, kommt nur noch einmal zurück. Hier gibt es etwas für euch zu hören.
Und wirklich wurde noch am selben Abend die Verlobung gefeiert, und Igor konnte neben seiner glücklich errötenden Braut niederknien, um den Segen des alten Müllers zu empfangen. Dann setzte man sich noch zu ruhiger Besprechung zusammen. Auf jede größere Aussteuer der Braut verzichtete Igor. Außer ihre Leibwäsche und etwas Kleider für den Anfang brauchte sie nichts mitzubringen. Aber wie würde es mit der Trauung? Der Müller sagte mit ernstem Gesicht: Ja, Kinder, das ist ein Punkt, der muss besprochen werden. Die meisten von uns Stundisten lassen sich nicht mehr kirchlich trauen, verschaffen sich aber dennoch einen kirchlichen Trauschein. Und obwohl es wie ein krummer, unrechter Weg aussieht, weiß ich doch einen Grund, weshalb man nicht umhin kann, es immer wieder so zu machen. Wenn es bloß um die Erbschaft oder den erblichen, ehrlichen Namen der Kinder sich handelte, die der Herr euch etwa schenken wird, so würde ich nicht einmal so sehr darauf sehen, dass ein kirchlicher Trauschein beigebracht wird. Aber ein Punkt im Strafgesetzbuch, das ja der Stundisten einziges Recht ist, besagt: Wenn ein Mann nach Sibirien verschickt wird, kommt es darauf an, ob er verheiratet ist oder nicht. Der Unverheiratete bekommt schwere Arbeit in Bergwerken und anderen Regierungsunternehmungen. Dem Verheirateten aber wird es gestattet, stattdessen sich dem Verbannungsorte anzusiedeln. Wenn nämlich seine Frau sich vor Gericht bereit erklärt, ihm in die Verbannung zu folgen. Damit müssen wir Stundisten rechnen, dass heute oder morgen über Einzelne oder über uns alle die Verfolgung hereinbricht. Und darum halte ich es für meine Pflicht, darauf zu bestehen, dass solch ein kirchlicher Trauschein beigebracht wird. So wie ihr den habt, findet die Trauung hier bei mir im Beisein einiger Gesinnungsgenossen in aller Stille statt. Ich traue euch selbst und dann fahrt ihr ruhig heim. Ja, wie bekommt man solch einen Trauschein? Fragte Igors Onkel mit ängstlichem Gesicht. Das kann ich nicht einmal genau sagen, antwortete der Wirt. Nur will ich dann dem Igor einen Empfehlungsbrief an den jüdischen Schenkwirt, wisst ihr, nicht weit von hier an der großen Landstraße mitgeben. Der wird für 30 bis 40 Rubel die Sache schon besorgen. Ja, wird der uns aber nicht verraten? Fragte Igor. Nein, lächelte der Alte. Des Mannes bin ich sicher. Ich habe ihn einmal mit meinen Söhnen vom Tode gerettet, als er verirrt und von Wölfen verfolgt hier in der Nähe um Hilfe schrie. Seither haben wir schon die besten Beweise für seine Treue und Zuneigung zu uns erhalten. Aber was meinst du, Lisa? Fragte Igor. Willst du denn auch wirklich mit mir nach Sibirien gehen, wenn man mich verschickt? Sie lehnte sich errötend an seine Schulter und sagte: Ich will mit dir gehen, wohin der Herr uns führt. Uns soll niemand scheiden als der Tod. Am anderen Tage kehrte Igor bei dem jüdischen Schenker ein, übergab ihm das Schreiben des Müllers und beobachtete gespannt des lesenden Züge. »Weiter nichts?« schmunzelte der Jude, als er fertig war. »Das wird besorgt. Setz dich und schreib mir nieder, denn als Stundist wirst du ja schreiben können. Schreib mir nieder, wie ihr beide heißt, wie die Eltern heißen, wann und wo ihr geboren seid und den Tag, an dem ihr getraut werden wollt. Dann legt mir das Geld dazu, was ich für die Bestechung des niederen Kirchenbeamten zahlen muss, der diese Eintragung in sein Kirchenbuch besorgt und den Trauschein daraufhin auch ausfertigt. Ich will nichts für meine Vermittlung. Ich bin dem alten Müller noch viel mehr Dank schuldig als das.« Igor dankte erfreut. »Ja, wie geht denn das zu, dass solch ein Trauschein ausgegeben wird, ohne dass der Priester später den Betrug merkt?« Der Jude lachte und erwiderte: »Stellt euch doch nicht an, als ob ihr die Popen nicht kennt. Jener Diakon wird der Frau des Popen nach irgendeiner Amtsfahrt, die er mit dem Popen gemacht hat und wo dieser schwer betrunken nach Hause kam, 10 Rubel abgeben und sagen: Das ist von der Trauung, die das Väterchen gestern Abend vollzogen hat, als er schon nicht mehr ganz klar gesehen hat. Da habe ich gedacht, ich wollte euch das Geld bringen, damit es nicht verloren geht.« Und wirklich, auf diese Weise kam alles in Ordnung.
Igor brachte seine liebliche junge Frau nach der stillen Trauung im väterlichen Hause zu allgemeiner Bewunderung des Dorfes nach Hause. Und als man fragte, ob sie denn auch getraut seien, ja, als der Priester selbst sich argwöhnisch danach erkundigte, wer ihm denn diese gute Einnahme vor der Nase weggeschnappt hätte, einen so wohlhabenden Mann wie Igor zu trauen, ohne dass das vorgeschriebene Aufgebot im Heimatdorf vollzogen worden, da wies ihn Igor mit geheimen Herzklopfen den offiziellen Trauschein vor. Der Trauschein war richtig. Und dem Popen blieb nichts anderes übrig, als darüber zu murren, dass man auswärts heiratete, ohne im eigenen Dorf die Gebühren zu bezahlen. Um nicht weitere Schwierigkeiten zu bereiten, zahlte ihm Igor noch einmal 10 Rubel für die nicht stattgehabte Trauung. So kam wenigstens äußerlich die Sache in Ordnung, und eine Weile blieb alles ruhig. Igor gewöhnte sich daran, wenn der Pope oder sein habgieriges Weib Anspielungen von Verklagen machte, sie mit irgendetwas abzufinden. Bald Geld, bald kleine Hilfen in der Wirtschaft mussten dazu dienen, die stete Gefahr fernzuhalten. Da sich außerdem der Stundismus in dem Dorfe nicht ausbreitete, sondern die Zahl der Erweckten, die sich zu regelmäßigen Versammlungen in Igors Haus zusammenfanden, nie über 10 stieg, gewöhnte sich das ganze Dorf allmählich daran, dass das nun einmal eine besondere Liebhaberei dieser Leute sei, und niemand bekümmerte sich weiter um das absonderliche Tun dieses kleinen Häufleins. Darüber gingen mehrere Jahre hin, und die Gemeinde wuchs nach innen, während sie sich scheute, nach außen Propaganda zu machen. Die Nachrichten, die Igor von seinem Schwiegervater oder aus den Zeitungen über Verfolgung von Stundisten in anderen Gouvernements erhielt, dienten dazu, sich der Gefahr, in der man schwebte, bewusst zu bleiben. Ja, vielleicht half dergleichen mit dazu, dass die Gläubigen sich ängstlicher und vorsichtiger gegen alle die benahmen, die sie mit dem Ausdruck Welt zu bezeichnen pflegten. Man störte das Leben und Treiben der anderen nicht, war ein gefälliger Nachbar, ein umsichtiger Landwirt, allzeit bereit, dem Dorfe mit Rat und Tat beizustehen. Was Wunder, dass ob solchem Tun und Treiben auch die Nachbarn stillschwiegen. Wären nicht die Abgaben an den Popen gewesen, die zuweilen in ihrem steten Wachsen lästig wurden, so hätte man eigentlich gar nichts zu klagen gehabt. Dazu war Igor auch in seiner Ehe glücklich, denn Lisa hatte sich besser eingelebt, als er anfangs geglaubt. An Arbeit und stilles Leben in ihrem Haushalt war sie ja gewöhnt. Das einzige Vergnügen, wonach sie bisweilen verlangte, und was er ihr ja auch gerne gewährte, weil das sein eigenes größtes Glück ausmachte, bestand darin, dass sie gemeinsam zum alten Müller fuhren, um ein paar Tage als seine Gäste nicht nur an seinem Tisch zu essen, sondern auch geistige Anregung und Nahrung für ihre Seele zu empfangen. Bei diesem stillen Leben wuchs Igors Wohlstand in einer für seine Dorfgenossen staunenerregenden Weise. Der gewöhnliche russische Bauer denkt überhaupt nicht daran, Unternehmungen von weittragender Bedeutung zu planen oder auszuführen. Igor aber pachtete sich Land in der Umgegend, so viel er nur zu mäßigen Preise bekommen konnte, pflügte und säte mehr als irgendeiner im Dorf und beschäftigte sich mit der in Südrussland noch sehr profitablen Viehzucht. So kaufte er am Frühjahrsviehmarkt in Kachowka 30 bis 40 einjährige Rinder und zog sie 2 Jahre lang auf seinem gepachteten Weideland auf, wobei er eigentlich nur im Winter die Ausgabe für ein paar Monate Fütterung hatte. Aber auch diese kam ihm nicht teuer zu stehen, da er auf billig gepachteten Heuland mit einer zum Staunen seiner Dorfgenossen angeschafften Grasmähmaschine selbst das Heu machte. Nach diesen 2 Jahren verkaufte er die Tiere für den 4- bis 5-fachen Preis des Einkaufs. Dann machte er mit kleinen Schafzüchtern folgende Abmachung. Er gab ihnen etwa je 30 bis 40 Schafe, die sie auf ihrem Land zu weiden und zu hüten hatten. Diese kleine Herde verdoppelte sich in einem Jahr und wurde dann geteilt. Die eine Hälfte gehörte dem Pächter und die andere Hälfte gehörte Igor. Ebenso wurde das Wollgeld geteilt, und so vermehrte sich sein Besitz an Schafen, ohne dass er besondere Arbeit und Unkosten dabei riskiert hätte. Es gab schon Leute im Dorf, die scherzweise ausrechneten, wann Igor sich wohl sein eigenes Gut kaufen würde. Denn dass er außer all diesen Unternehmungen mehrere tausend Rubel in der Bauernbank der Kreisstadt auf Zinsen angelegt hatte, das wussten viele.
Er selbst blieb schlicht und einfach und konnte sich bei der ehrlichen Selbstprüfung sagen, dass sein Herz an dem wachsenden Vermögen nicht hing. Im Gegenteil, es floss ihm zu. Er wusste selbst nicht recht wie. Das Einzige, was er vermisste, war eine Tätigkeit zur Ausbreitung des neuen Glaubens. Aber da die Zeiten für den Stundismus immer noch ungünstig waren, hielt sein Schwiegervater ihn ängstlich von jeder weiteren Arbeit zurück. So mochten etwa 3 Jahre nach seiner Verheiratung dahingegangen sein, als darin plötzlich ein Umschwung eintreten sollte. In einem großen Russendorf, das nur wenige Kilometer von Jesinowka, Igors Wohnort, entfernt lag, war ein Knecht aus der Krim angestellt, der die Keime dieser neuen Lehre in arger Entstellung unter die Leute warf. Er predigte abends vor den jungen Leuten des Dorfes mit großer Begeisterung und eigener Rührung, und die Sache machte gewaltiges Aufsehen. Auch Igor fuhr einmal gegen Abend herüber, um den neuen Volksredner zu hören. In einer leeren Scheune fand er eine dicht gedrängte Versammlung von etwa 150 Köpfen, die den Reden des jungen Knechts mit atemloser Spannung lauschte. Igor hatte sich im Hintergrund unbemerkt aufgestellt, um erst den Geist, der hier wirkte, kennenzulernen. Da hörte er gerade, wie der Fremde über das Wort Jesu sprach. »Selig seid ihr Armen, weh euch Reichen!« »Ja, seht, meine lieben Brüder und Schwestern, der Herr Jesus war selbst arm. Er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegte, ganz arm, und darum weiß er, wie es den armen Leuten zumut ist. Darum liest er in unseren Herzen und fühlt mit uns, was wir fühlen. Und darum sagt er, die Armen sollen selig sein, den Armen soll das Evangelium gepredigt werden, und die Reichen werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, wo Heulen und Zähne klappern ist.« Seht nur, wie macht es der Kulak, das ist der Dorfwucher. Er borgt euch Geld, wenn ihr in Not seid, so etwa Ende Mai, wenn die Ernte vor der Türe ist, und sagt, ich will es dir schenken, ich will es dir billig geben, du sollst mir jede Woche vom Rubel nur eine Kopeke geben. Das klingt doch ganz gut. Und der einfache Bauer versteht nicht zu rechnen und überlegt sich nichts. Ist nicht so, meine Brüder? »Jawohl«, bekräftigen die Zuhörer im Chor, »jawohl, so ist es.« »Nun hört aber zu. Also im Mai hat er das geborgt, wollen wir sagen, 100 Rubel. Und erst gegen Ende September hat der Bauer Geld, dass er es bezahlen kann. Jetzt muss er die 100 Rubel wiederbringen und außerdem 16 Rubel, das sind aber für das ganze Jahr über 50%. Das würde doch keinem Menschen einfallen, solche hohen Zinsen zu zahlen, wenn er etwa das Geld von irgendeiner Bank borgen würde. Der Kulak darf das auch gar nicht einklagen, weil das Gericht solche Zinsen gar nicht einzieht. Aber er weiß, dass ihr dumm seid und vor ihm Angst habt und dass die Polizei mit ihm unter einer Decke spielt. Darum bringt er es fertig. Und wenn die Ernte schlecht ausfällt und ihr könnt's nicht bezahlen, nimmt er euch euer Vieh oder Pflug oder Wagen weg. Und was ist ein Bauer, wenn er diese Sachen nicht mehr hat? Dann ist er ruiniert und solch Elend schreit im ganzen Land gegen Himmel. Wie spricht Gottes Wort? Ihr Blut schreit zu mir gegen Himmel, ich will mich aufmachen und ein Rächer werden, um mein Volk zu erlösen. Jesus ist gekommen, um euch von all eurem Elend loszumachen. Er hat zu seinem Vater im Himmel gesagt, und hier bekreuzte sich der Redner und viele seiner Zuhörer nach alter Gewohnheit, Vater, hat er gesagt, Vater, ich will nicht, dass meine Russen solch elendes und geknechtetes Volk sein sollen, dem der Kulak das Geld und den Schweiß abnimmt, dass der jüdische Schenker durch den Schnaps verdirbt, dass die Polizei und die Obrigkeit auf das Ungerechteste behandeln. Meine Russen sollen frei werden wie andere Völker und sollen es gut haben wie andere Völker, und darum will ich jetzt mein Evangelium unter die Leute bringen. Das soll ihnen die Augen auftun, dass sie aufwachen wie einer, der lange im Schlaf gelegen hat. Und jetzt ist es sein Wille, dass man das in allen Dörfern predigt. Macht euch auf und glaubt an das Evangelium. Lasst euch nicht mehr von den Popen vor die toten Heiligenbilder führen. Lasst euch aber auch nicht mehr durch den Schnaps betören, denn der Schnaps macht blind und wild. Hört aber auch auf,
für die Wucherer zu arbeiten. Es steht geschrieben, alles ist euer. Also auch alles Geld, was die Reichen haben, gehört eigentlich euch. Den Kindern Gottes gehört die ganze Welt. Bezahlt nur keinem der Wucherer, was ihr ihnen schuldig seid, sondern steht alle zusammen. Und wenn sie euch verklagen, dann jagt sie aus dem Dorf hinaus. Und wenn sie dann mit der Polizei kommen, dann muss wieder das ganze Dorf zusammenhalten und die paar Gendarme mit Steinen aus dem Dorf jagen. Was wird dann werden? Fragt ihr. Ha. Dann kommt die Sache in die Zeitung. Und dann liest auch das Zarväterchen die ganze Geschichte. Was wird er machen? Wird er Soldaten schicken, dass sie auf ihre Brüder schießen sollen? Das fällt ihm nicht ein. Wird man das ganze Dorf nach Sibirien schicken? Einen Einzelnen kann man verschicken, aber das ganze Dorf nicht, wenn es fest zusammenhält. Wir haben das Recht, denn das Land gehört dem Bauer, der da arbeitet, und niemand kann es uns absprechen. Dann wird der Zar noch einmal sein armes Volk befreien, wie er es einmal getan hat, bei der Leibeigenschaft. Dann wird er es erst hören und sehen, wie es bei uns steht. Und dann wird er uns sagen, ihr seid meine Kinder, und wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so will ich mich über euch erbarmen. Ihr braucht keine Steuern mehr zu zahlen, keiner braucht etwas wegzugeben, damit andere Leute von seiner Arbeit großartig leben. Nein, es wird dann kommen, wie geschrieben steht, die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Länger konnte sich Igor nicht halten. Ungestüm brach er sich bis zum Redner Bahn und stellte sich daneben ihn auf eine umgestülpte Haferkiste und winkte mit der Hand, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Etwas verdutzt maß ihn der Redner von oben bis unten, ließ ihn aber doch sprechen. »Hört mich an, Brüder und Schwestern«, begann Igor mit bewegter Stimme. »Hört mich an! Wahr ist es, dass der Herr Jesus und sein Evangelium will verkündigen lassen, dass er gekommen ist, die armen Sünder zu sich zu rufen und dass an vielen Orten in unserem Russland die Menschen aufwachen und sich um das Evangelium scharren. Und das ist es auch, was ihr hören sollt mit beiden Ohren und was ihr in euer Herz lassen sollt, dass ihr glaubt allem, was Gottes Wort uns lehrt. Wer von euch zu lesen versteht, der ruhe nicht eher, bis er sich eine Bibel verschafft hat, um selbst zu lesen, was Gott uns darin mitteilen lässt. Und wer noch nicht lesen kann, der soll sich bemühen, das zu lernen, denn es steht geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Auch ich bin ein einfacher Bauer wie ihr und habe den Frieden meiner Seele gefunden und will gern herkommen, um euch Gottes Wege zu sagen, damit ihr Buße tut und Glauben lernt an Jesu Gnade. Aber das andere, was dieser Mann damit hineingeredet hat, das ist nicht von Gott. Das ist eine Verführung vom Teufel. Das ist Unkraut, das der böse Feind unter den guten Samen säen will. Was ihr schuldig seid, das müsst ihr bezahlen. Und es wird bei uns nicht besser werden dadurch, dass ihr aufhört zu bezahlen oder dass ihr die Kulaks aus dem Dorfe jagt und die Polizei dazu, sondern nur dadurch, dass ihr alle anfangt, nach dem Evangelium zu leben. Wo die Männer aufhören zu saufen und stattdessen fleißig und treu bei ihrer Arbeit sind. Und die Weiber zu Hause alles ordentlich versehen, dann wird ein einziger Mann im Dorf davon großen Schaden haben. Auch das ist der jüdische Schenker. Aber damit tut ihr nichts gegen das bürgerliche Gesetz. Denn die Obrigkeit ist auch von Gott. Und Steuern muss man bezahlen. Das hat der Herr Jesus selbst getan und hat gesagt, gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und seine Apostel haben auch ermahnt, jeder Mann sei untertan der Obrigkeit. Darum lasst euch von diesem Mann nicht verführen. Was er sagt, ist halb aus dem Evangelium und halb aus den Schriften der Nihilisten. Viele von euch kennen mich. Ich bin ja der Igor aus Jesenowka. Was ich euch sage, das habe ich schon seit Jahren in unserem Dorf auch bewiesen mit meinem Leben. Dieser ist ein Fremder, landläufiger Knecht, der heute hier dient und morgen woanders. Lasst euch nicht verführen durch allerlei Lehre, sondern sucht zuerst Jesus und seine Gnade, damit euer Herz anders wird.
dann wird das Leben im Hause und im Dorfe ganz anders, von selbst schon anders und besser werden. Der fremde Redner versuchte, hochrot im Gesicht sich zu verteidigen und Igor herabzusetzen, verwickelte sich aber in seiner Leidenschaftlichkeit in noch viel übertriebenere Behauptungen als vorher, und wie er schweißtriefend endlich schwieg, hatte Igor nur noch wenige Worte nötig, um die Menge über den Unterschied aufzuklären, der zwischen der wahren und der falschen Freiheit bestände. Die geballte Faust gegen Igor schüttelnd verließ der Knecht die Scheune. Igor aber wurde von dem Besitzer dieses Gehöfts aufgefordert, mit ihm und mit einem kleinen Kreise von angeregten Bauern in seiner Wohnstube noch weiterzureden. Er tat es mit der größten Bereitwilligkeit, und das Ende war, dass sie gemeinsam niederknieten und er die Sache Gottes in diesem Dorfe in des Heilands treue Hände befahl. Es war weit über Mitternacht, als er auf seinen Wagen stieg, und er musste von es den angeregten Seelen versprechen, am nächsten Samstagabend bei Einbruch der Dunkelheit wiederzukommen, um einer der größeren Versammlungen den Heilsplan des Evangeliums zu entwickeln. Auch das geschah. Und damit war der Stein ins Rollen gekommen. Igor musste nicht nur in diesem Dorf, sondern auch in mehreren anderen der Umgegend als Erweckungsprediger auftreten. Und zusehends wuchs ihm die Freudigkeit bei der Verkündigung des Wortes und die Kraft der Rede. Dadurch wurde auch die kleine Gemeinde in Jesenowka wieder lebendiger und freudiger, dass auch andere vor den Dorfgenossen mit ihrem Zeugnis hervortraten. Dadurch aber stieg auch hier die Zahl der Erweckten fast von Tag zu Tag.